Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser SK Sturm hat leider Gottes 1:2 verloren. In der 10. Runde der österreichischen Bundesliga zu Hause gegen die Dosen, gegen Red Bull Salzburg. Und man muss eines gleich mal vorwegnehmen, die Leistung war unterm Strich auf jeden Fall in Ordnung. Gerade die letzten 20 Minuten haben unsere Jungs alles gegeben, alles probiert. Aber es hat am Schluss eben einfach nicht sein sollen, dass man noch einen Punkt ergattert hat. Die Dosen eben damit mit dem 10. Sieg am Stück. Also ja, aber heute an diesem Tag waren sie auf jeden Fall schlagbar oder zumindest verwundbar. Also man hätte ihnen den einen Punkt schon abknöpfen können. Zu Beginn die Partie ja relativ verhalten. Unsere Blackies im ersten Durchgang sehr weit zurückgezogen. Also da hat man schon gemerkt, man wollte in erster Linie das Tor dicht halten, eben die Null halten. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aufgegangen, zumindest ja den größten Teil der ersten Halbzeit. Sturm ja mit ein, zwei Halbchancen eben durch Koch und Spendlhofer, die beide relativ frei stehen, aber den Ball dann im entscheidenden Moment nicht wirklich treffen. Und ja, bei den Dosen gab es eigentlich auch nur punktuell wirklich gefährliche Aktionen. Beispielsweise ja eben beim 0:1 nach 28 Minuten. Das Tor, ja nicht unverdient, aber Salzburg bis dahin jetzt nicht so extrem drücken, dass ich jetzt gesagt hätte, wir kriegen jetzt jede Sekunde ein Tor. Also ja, im Endeffekt bekommt Gulbrandsen den Ball schön in den Lauf gespielt, hat dann eben gerade den halben Meter zu viel Platz, so dass er den Ball eben schön verarbeiten kann und eben dann wirklich auch ins Kreuz fast versenkt und eben die Führung für die Dosen nach einer knappen halben Stunde erzielt. Sturm tut sich dann ja zunächst schwer, den Schalter ein bisschen umzuschalten, allerdings gelingt knapp vom Seitenwechsel dann doch etwas ja aus dem Nichts, würde ich fast sagen, der Ausgleich. Nach einem sehr, sehr schönen Freistoß von Peter Schul, Minute 43. Ich glaube, knapp außerhalb, auf jeden Fall, natürlich außerhalb des 16ers. Und ja, auf jeden Fall Schul schön über die Mauer drüber, unter die Latte. Bam, geiles Tor. 1:1, das eben der Pausenstand. Nach der Pause, ja, fängt das Ganze relativ unglücklich für uns in den ersten 10 Minuten dann wieder an. Salzburg bekommt eine Ecke und Leiner verlängert den Ball. Sehr unglücklich aus unserer Sicht mit dem Kopf. Der senkt sich dann gefährlich hinter Siebenhandel und ja, landet dann schließlich im Tor zum 1:2 für die Dosen. Sturm allerdings so ab der 60., 70. Minute dann wirklich mit einem Gang, den sie zugelegt haben. Es wird auch offensiv eher gewechselt. Pink kommt ins Spiel, etwas später noch Essay und noch später auch noch Grozurek. Also in den letzten 20 Minuten gibt man dann wirklich alles. Sturm hat auch dann ein halbes Dutzend von Möglichkeiten auf jeden Fall, um den Ausgleich zu erzielen. Ich muss sagen, ja, vor lauter Chancen habe ich gar nicht mehr alle im Kopf. Auf jeden Fall Hierländer einmal sehr, sehr frei gewesen. Kitaischvili hat es versucht, Schul hat es versucht, Pink hat es versucht. Also man hat wirklich haufenweise Möglichkeiten, diesen einen Punkt irgendwie sich noch zu holen. Man schmeißt auch in der Schlussphase eben wirklich alles nach vor. Und ich persönlich für meinen Geschmack muss sagen, genau so will ich Sturm sehen. Aber die ganze Saison, man hat wirklich alles gegeben, man hat gezeigt, dass man Herz hat, man hat gezeigt, dass man eine Mannschaft ist. Und auch wenn es heute bitter ist, dass man verloren hat, muss ich sagen, bin ich positiver gestimmt, als wenn man schlecht gespielt hätte und irgendwie ein gutes Ergebnis zusammengebracht hätte. Also, denn die Mannschaft, ja, so wie sie heute aufgetreten ist, hat auf jeden Fall eine Zukunft und so kann es gerne weitergehen. Natürlich mit bitter besseren Ergebnissen, aber Salzburg ist eben nicht unser Gradmesser. Die nächsten wichtigen Partien, die stehen auf dem Programm, da kommen auch direkte Konkurrenten und dann ist einiges möglich. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir, bevor meine Stimme mal wieder am Verschwinden ist. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV.